Ja, komm ruhig her. Tolle, tolle Reaktion von dir übrigens. Komm. Genau. Das kannst du gerne machen. Und ordentlich auf den Putz hauen kannst du auch von mir aus. Genau, die Kombo kenne ich ja mittlerweile. Au. Die ist trotzdem ziemlich hart. So, weg mit dir. Kurz heilen. Oh, du hast sogar was gedroppt für uns. Was denn? Nur feines, eine große Schärpe. Hm. Glaube ich zwar nicht, dass wir sie zurzeit gebrauchen können. Unsere Rüstung ist ja eigentlich ganz gut in der Hinsicht. Was ich gebrauchen könnte, wäre jetzt erst einmal mein Zauberstab. Mein Elfenbeinbeschleuniger. Und den passenden... die Sturzkontrolle. Und hier will ich auf Nummer sicher gehen. Ich schaffe den Sprung nämlich nicht immer. So, Kumpel. Da bin ich wieder. Ich hab's nach Anolondo geschafft. Überrascht? Oh, oh yes, it's you. What is it? Still something we need here? Anything at all? Ja, wir brauchen was. Erstmal reden. Where do I get all my things? I'm stripped off the corpses of fools like yourself. It isn't easy. I have to catch them just before they go hollow. But don't worry. I'll be there to claim your trinkets. Sehr charmant, Kumpel. Mehr hat er uns aber nicht zu sagen. Also, wir kaufen von ihm den Zaubersteinplattenring, weil mehr brauchen wir nicht. Wir könnten Standardpfeile nochmal voll machen. Die brauchen wir immer. There you go, another brave. But soon you shall see. You are not... Yes, you... Use the beautiful face. Ja, ja. Und jetzt labert er uns nur noch voll. Und wir können hier abkürzen. Sehr gut. So, wieder den Talisman anlegen. Und hier hoch. Zurück. So. Wieder hier lang und zu den Käfigen, die ich das letzte Mal freigeschalten habe. Genau. Einer ist unten und der hier ist oben. Und mit dem fahren wir jetzt auch nach unten. Nur aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich getötet werden. So. Wir wollen eigentlich einfach nur raus hier. Wow. Na, so kommt man auch gut runter. So, jetzt hier raus, ganz schnell. Und zurück zum Leuchtfeuer. So. Das hat mich jetzt gerade wieder aus der Bahn geworfen, dass ich wieder darunter geflogen bin. Gut. Und hier muss ich mal kurz unterbrechen. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Am Leuchtfeuer haben wir gerastet. Ich stelle mal kurz die Heilung wieder um. Von der Sturzkontrolle. Und dann wird es Zeit, dass wir weitergehen.
nämlich zurück zum Feuerbandschrein. Dumm. Den altbekannten Weg, den kennen wir ja. So. Wir und unsere drei kleinen Freunde, mit der eine mit der Armbrust. Der mittlerweile stirbt wie nichts Gutes. So genau wie du. Oh, was hast du denn Schönes für uns dabei? Ein Höhlenschild. Und weg mit dir. Und noch ein Höhlensoldaten-Lendentuch. So. Dann mal hier die Aufzug runter. Und hier weiter zum Feuerbandschrein. Hier gibt es nämlich einiges Neues für uns. Also erstmal sitzt Master Logan hier rum. Können mit seinem Lehrling noch mal reden. Oh, hello again. I was waiting to tell you. Master Logan has returned and he tells me that he has you to thank. Well, we are both in your debt now. Thank you sincerely. He's just over there. Go along and have a chat. Mhm. Also Master Logan ist zurück. Oh, hello. I appreciate the attention, but you really should speak to Master Logan. That will certainly do him more good. Ja. Have you spoken to Master Logan? He is an accomplished scholar. The arts of sorcery would never have come this far without his contributions. And he has the nerve to go risking life and limb. What a stubborn old fellow. Have you spoken to Master... Okay, er hat nichts Neues mehr zu sagen. Er will unbedingt, dass wir mit Logan reden. There you are. I was expecting you. As promised, I will share my sorceries. Ja, er verkauft uns Magie. Eigentlich sehr gute Magie sogar. Großer, schwerer Seelenpfeil, den wir sogar fast benutzen könnten. Oder schwerer Seelenpfeil, den wir benutzen könnten. Zauberschild sind einige Sachen, die wir benutzen könnten dabei. Mit unserem paar Int, die wir haben, aber wollen wir nicht so wirklich. No results. Well, the way of sorceries is a long, hard road. Take it slowly. Ja, wir sollen es langsam angehen. Da ist Siggy. Mit dem können wir auch wieder reden. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Is that your doing? Ja, die Festung haben wir geöffnet. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Und wir kriegen ein Wunder von ihm, was ich sehr nett finde. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Okay, er wird bald hinuntergehen. Damit meint er runter in die Schandstadt. So. Wir haben ein Wunder von ihm bekommen, was sehr nett ist, da allein dafür, dass wir die Tore geöffnet haben, was wir sowieso gemacht hätten. Und jetzt werden wir die Feuerhüterin wiederbeleben. Feuerhüter Seele an Besitzer zurückgegeben und dort ist sie auch schon. Thank you. I am Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Also ja, sie meint, sie hat eine unreine Zunge, deswegen hat sie sich wohl entfernen lassen. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak.
Okay, den Wunsch respektieren wir. Wir sind nur heilfroh, dass sie wieder am Leben ist. Und dass wir das Leuchtfeuer wieder nutzen können. So. Nächster Schritt. Ich schalte wieder auf den Gierring um. Auf den goldenen Schlangenring. Und dann besuchen wir mal ein Stockwerk tiefer. Was gibt es dort? So. Und zwar die Ruinen von Neulondo. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher in diese Ruinen. Dafür müssen wir erstmal den Aufzug holen. Ja, komm hoch, Aufzug. Sehr schön. Und fahren runter. Auch sehr schön. So. Hier können wir eine kleine Abkürzung nehmen. So. Ruinen von Neulondo. In die wollen wir uns aber nicht weit vorwagen. Erst einmal steht dort hinten ein alter Bekannter auf uns. Wartet ein alter Bekannter auf uns, der ziemlich aggro ist. So, das ist nämlich der entmutigte Ritter, der oben uns die ganzen Tipps beim Feuerbandschrein gegeben hat. Und er ist zur Hülle geworden, der arme Kerl. Deswegen erlösen wir ihn von seinem Leiden. Kriegen 1000 Seelen. Und können hier einen Gegenstand ergattern, nämlich den Wanderfluch, den wir gleich brauchen werden. Den packe ich schon mal sicherheitshalber in unsere Sammlung. So. Und dann geht es hier durch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und genau an dieser Stelle benutze ich den Wanderfluch, weil dort kommt schon der erste Geist. Und Geister lassen sich von Waffen normalerweise nicht beeindrucken. Deswegen weg mit den beiden. Und dann wollen wir hier, nein, nicht hier. Oder? Ah, doch, wir wollen... Genau hier durch. Denn dort ist der Loot, den ich gerne hätte. So, hier kurz zurückziehen, weil hier kommen jetzt drei Geister, die aber zum Glück alle recht schnell sterben. So, einer weg. So, Nummer zwei weg und Nummer drei weg. Und genau, die droppen Loot. Nämlich gezackte Geisterklingen und neue Wanderflüche. Das ist wichtig nachher, wenn man hier wirklich durch will. So, hier ist nämlich eine Feuerhüterseele, die wir abgreifen können. Und die können wir dann jetzt wirklich wieder benutzen, um den Flakon zu verstärken. Und immer vorsichtig sein hier mit dem Wasser und den Mauern. Sonst fliegt man nämlich ganz leicht mal ins Wasser und hat dann ein Problem. Genauso wie der Junge hier, den ich gerne befreien würde, ohne ins Wasser zu fallen. Der hat nämlich auch noch zwei Wanderflüche bei sich. So. Ich gehe jetzt mal kurz ein Stück zurück und dann zeige ich euch mal kurz die Beschreibung von dem Wanderfluch und den gezackten Geisterklingen. Also erstmal der Andenken der Vergeltung, das habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Blutverschmiertes Schrumpfrohr. Vom überwältigten Schuldiger stammt das Andenken. Wer die Götter verhöhnt, den strafen die Finstermondklinge und nehmen dies als Beweis ihres Triumph. Die ohrlosen Leichen bleiben zurück als Mahnung, die Götter zu fürchten und zu achten. Dies ist der ewige Wille der Finstersonne. Also ja, ziemlich brutal.